Oh nein. Boah. Ah, ich fang gleich Feuer. Hey Leute, was geht? Tanja hier. Bei Murder Mystery. It's Murder Mystery Time. Hey oh Leute, wie geht's euch? Geht's euch gut? Mir geht's sehr gut. Mir geht's gerade sehr gut. Weil ich spiele jetzt gleich Murder Mystery, aber vielleicht sollte ich eher sagen, mir geht es noch sehr gut. Ich habe hier Folgendes. Hm? Chili-Himbeer-Bonbons. Und ihr seht, die sind schon offen. Die sind extrem scharf. Das sind richtig, richtig, richtig scharfe Bonbons. Und ich kann zwar scharf essen, aber die sind auch für mich echt nicht einfach. Und weil jedes Mal, wenn ich heute sterbe, werde ich so ein Bonbon essen. Und deshalb hoffen wir einfach, dass es nicht sehr häufig passiert. Weil sonst werde ich bestimmt weinen. Und das möchten wir nicht. Ja, also das wird heute passieren. Ich werde Murder Mystery spielen und hoffe, dass ich nicht sterbe, damit ich kein einziges von diesen Bonbons essen muss. Aber ihr wisst ja, ihr kennt mich ja, ich bin jetzt nicht unbedingt die hellste Kerze bei Murder Mystery und auch nicht unbedingt die beste und deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich heute vielleicht das ein oder andere Bonbon essen muss. Naja, 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 passiert. Deshalb warten wir jetzt einfach mal, bis es wieder losgeht. Gerade läuft hier noch eine Runde und wenn es losgeht, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, es geht los, meine lieben Freunde. Und in der ersten Runde bin ich unschuldig. Ist auch gut verständlich, weil es die erste Runde. Ich stehe hier vor so einem Nachrichtensprecher-Greenscreen. Vielleicht findet mich ja niemand, wenn ich mich hier hinsetze. Meint ihr, das könnte funktionieren? Eine gute Idee. Ist doch eine nette Taktik. So. Aber vielleicht stehe ich auch einfach direkt in der Linie. Oh, hier oben ist, glaube ich, auch ein sehr gutes Versteck. Oh, oh, oh. Boah, ich habe das. Ich habe ein hervorragendes Versteck gefunden. Hier findet mich ja niemand. Niemand kann mich hier finden. Das ist ja absolut unmöglich. Also hier werde ich definitiv mal gewinnen, meine lieben Freunde. Also hier werde ich gewinnen. Erste Runde sieht nicht danach aus, als müsste ich ein Chili-Bonbon essen. Das finde ich schon mal sehr gut. Weil dann ist nicht gleich die erste Runde hart für mich. Aber wir warten jetzt mal ab. Es kommt ja zwischendurch auch, also es ist ja jetzt hier irgendwo ein Mörder unterwegs und ja, ich stehe jetzt hier so rum und hoffe einfach, dass es mich nicht trifft. Oh, guck mal, hier sind ganz viele Münzis. Ich glaube, die kann ich doch mal eben einsammeln, oder? Die kann ich doch mal. Das ist gerade kurz, da kommt jemand rein. Aber ich muss diese Münzis hier einsammeln, wenn die hier schon so rumliegen. Ich kann die nicht liegen lassen. Ich muss die schon einsammeln, wenn sie schon da sind. Ich meine, das kann ja jetzt nicht. So, okay, gut. Wieder verstecken. Bitte, 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 nein, nein, no, 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 no. Hast du mich gesehen? Oh mein Gott, hast du mich gesehen? Nein. So viele Münzis. Oh, die muss ich unbedingt einsammeln. So viele Münzchen hier draußen, die muss ich unbedingt mitnehmen. Oh Mann. Aber hier ist ja echt schon ganz schön leer. Ich glaube, dann gehe ich. Ja, wir haben gewonnen! Erste Runde, kein Bonbon für mich! 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 Ich muss kein scharfes Bonbon essen. Guter Sheriff, ich bin so stolz auf dich. Danke. Danke, Mann. Dankeschön. Ich danke dir. Danke. Das ist so nett. Das ist so nett, dass du das gemacht hast. Danke, danke, danke. Aber ich war auch hervorragend versteckt, oder? Kanntet ihr das Versteck schon? Oder habe ich euch gerade ein neues Versteck gezeigt? Für mich war es auf jeden Fall neu. Ich bin wieder unschuldig. Also die Chancen, dass ich eventuell einen Bonbon essen müsste, sind sehr hoch. Hier finde ich, ist das mit dem Verstecken gar nicht so einfach, weil das einzige Versteck, was ich immer kannte, im Keller, ist anscheinend nicht so gut, weil da kommt man nicht weg. Wenn irgendwas ist. Also noch ist hier ganz ruhig. Ich habe hier auch noch niemanden gesehen, der hier gefährlich rumläuft. Hallo. Es tut mir leid, ihr kommt mir alle sehr gefährlich vor.
wirkt auf mich alle sehr gefährlich. Solange ich nicht weiß, wer es ist, ist für mich jeder hier gefährlich. Und zwar im doppelten Sinne. Nicht nur fürs Spiel, sondern auch für mich gefährlich. Wegen, naja, Chili-Bonbon. Aber ich muss sagen, mir sind die Chili-Bonbons, glaube ich, immer noch lieber als die ekligen Bohnen. Ich glaube, das würde ich im Leben nicht mehr schaffen, die zu essen. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Bitte folgt mir nicht. Okay, bitte verfolgt mich nicht. Okay, aber wenn ihr es wärt, dann wäre ja schon was passiert, oder? Hallo! Wenn ihr es wärt, hättet ihr ja schon was gemacht. Also ich vertraue euch mal. Ihr seid bestimmt nett. Ihr seid bestimmt nett und freundlich, oder? Ihr würdet mir nichts tun, oder? Würdet ihr nicht, oder? Oh, hier liegen viele Münzen. Das ganze Glitzer. Wie jetzt mein Münzbeutel ist voll. Aber ich mag Münzis. Münzis. Ich sammle total gerne Münzis ein. Und wenn das so glitzert, da kann ich doch gar nicht widerstehen, wenn das so glitzerglimmert. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Warum laufe ich denn rum? Warum laufe ich denn in die Richtung, wo jemand liegt? Warum bin ich denn so dumm? Das ist ein Chili-Bonbon für mich. Boah. Die Bolzen sind also sofort scharf. Boah, die sind sofort scharf, Leute. Das ist auch so komisch, weil es schmeckt so nach Himbeere und nach Chili und ist ganz seltsam. Okay. Immerhin. Obwohl, nee, ich kann in der Runde ja doch auch erwischt werden, wenn mich der Sheriff erwischt. Okay, Nummer 1. Komm schon. Okay. Gut. Boah, dieses Bonbon. Leute, ich kann mich kaum konzentrieren, weil mir das Bonbon ist so scharf. Ich kann echt gut scharf essen, aber dadurch, dass es hier dass es die ganze Zeit im Mund bleibt, es brennt alles. Oh nein, oh nein, oh nein! Nicht noch eins! Nicht noch eins! Ich versuche auch nicht so nah ans Mikro zu kommen, weil wegen der Geräusche, aber. Das ist scharf. Boah, geil. Und hört nie wieder auf, Leute. Das war eine ganz dumme Idee. Das war eine ganz, ganz dumme Idee. Oh Gott, mir brennt alles. Scharf! Scharf! Ich bin gleich Feuer! Sieht ja aus wie bei Jeff, oder? Nee, nicht Jeff. Das andere mit dem Eismädchen. Mit dem Eismädchen, wisst ihr doch, der hätte jetzt auch echt gerne ein Eis. Boah. Wirklich, Leute, ich kann echt gut scharf essen. Also ich habe mich noch an diese scharfe Nudel-Challenge erinnert. Aber da schluckt man die dann irgendwann runter und dann ist es vorbei. Aber das hier hört einfach nicht auf. Das hört einfach nicht auf scharf zu sein. Boah. Krass. Ich hab das nicht. Ein drittes Schaf wie dich. Ich geb auf. Es ist zu scharf. Es ist einfach zu scharf. Ich geb auf, Leute. Leute, wenn es euch heute Spaß gemacht hat, mir beim Leiden zuzuschauen, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ein Mitleidsdaumen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Nie wieder diese Bonbons.